Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu City Skylines. Ich habe jetzt exakt 3 Minuten lang mit mir selber geredet und, also mache ich ja sowieso, aber bemerkt, dass ich gar nicht aufnehme. Toll! Ja, und ihr seht, ich habe jetzt gerade mal, weil ich dachte, ich nehme auf, hier schon mal Straßen gestellt und Ampeln entfernt. Da muss ich auch noch ganz kurz hier hingehen und eine Ampel entfernen und da auch, damit der Verkehr direkt fließen kann. So, und ja, unsere Stadt, die wächst. Wir sind jetzt bald bei 50.000 Einwohnern und haben den nächsten Meilenstein aufs Konto gut geschrieben. Und ich wollte nochmal sagen, wir werden diese Stadt hier beenden. Ja, also komplett beenden. Und dann ist das Let's Play auch in dieser Staffel beendet, wie ich es ja gesagt habe. Weil dann hat man einen schönen Abschluss. Aber das dauert noch lange. So, ich lege direkt mal eine neue Verkehrslinie. Ich muss auch unbedingt, unbedingt gucken, dass ich das alles noch so aufbaue, dass man die Linien auch farblich wieder unterscheiden kann. Weil gerade haben wir nur blaue Linien, aber das kann ich ja gleich auch mal machen oder beziehungsweise aber mal später. Habe ich Mist gemacht. Egal. So. Wir sind jetzt bei 47.000 Einwohnern. Krass. Ja, wir haben immer noch das Debakel mit dem Hafen. Ne, wir brauchen eigentlich diesen Platz. Oh, warte mal. Ich überlege gerade was. Mir kommt ein Sinneswandel. Können wir ein neues Gebiet holen? Ja. Okay, also die 50.000. Ich habe da so eine Idee. Ich habe da so eine Idee. Guck mal, unsere Stadt, sie erwacht im Morgengrauen. Wacht alle auf, ihr kleinen Nüsschen, ihr. So. Komm, dann gehen wir den noch in den schönen kleinen Park hier. Oh, das ist ja toll. Tack. Prüfen Sie, ob Ihr Stromnetz... Wieso? Irgendwas hat in Stadtteil keinen Strom? Nö, ist doch alles in Ordnung. Hier ist nichts ununterbrochen. Ach so, weil die. Mhm. Ja. Ich das ja weitertragen muss. So. Oh komm, ich will jetzt die 50.000 Einwohner. Ich habe eine Idee, wie ich meinen Hafen bauen kann. Weißt? So, diese Stromleitung kappen wir jetzt. Weil. Unnötig. Das dreht sich ja sowieso weiter. Jetzt ist die Frage. Nein. So. Zack. Schön, ich finde das so cool, dass hier so ein kleines Stadtteil ist. Hier haben wir so unsere Riesen-City, hier ist ein kleiner Stadtteil. Und wenn das alles mal fertig ist, dann haben wir den ganzen Klotz hier voller Buden und in der Mitte so ein riesen Wohnkomplex für die Leute, die reich sind. Wir müssen auch noch so VIP. Ah, ich muss auch nochmal Hügel bauen und so, dann können wir da so. Wobei haben wir ja hier. Wir könnten hier später, dass man ein bisschen ebenerdig, dann bauen wir hier so Villen und so rein, weißt du? So, damit die Schickeria sich richtig wohlfühlt. Aber wir haben noch relativ viel Platz. Guck mal hier. Wobei, ich werde nicht alles ausbauen, weil das Problem ist, ich möchte ja nicht, dass es wieder so endet, dass hinterher alles so geklatscht ist, sondern ich möchte ein bisschen Grün dazwischen haben, weil ich finde, das gehört schon irgendwie dazu. Oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde das schon. Oh. So, genau. Dann müssen die nicht so weit fahren. Und haben in ihrem Stadtteil selber eine Schule. Wie sieht es mit der Universität aus? Da haben wir immer noch alles. Es ist also unsere Universität spitzenmäßig. Haben wir eigentlich... Ja, die Müllverbrennungsanlagen haben wir ja auch hier. Das ist eigentlich alles ideal gut angebunden. Und ihr seht, die ganzen Häuser upgraden sich, weil sich eine Schule jetzt da zugesellt hat. Ja, das dürfte dann ganz schnell unsere Einwohnerzahl steigen lassen und tun, machen, werden. Zack. So, das bringt ja alles Arbeitsplätze und alle schöne Steuern. Ich meine, 4,7 Millionen hat auf dem Konto der Typ. Das ist halt schon sehr viel. Ja, ich will mit solchen Sachen noch warten, bis wir echt, so ein Opernhaus kannst du natürlich schon bauen.
Oder Theater der Wunder, aber ich würde echt damit warten, weil das Problem ist, wir brauchen auf jeden Fall einen Flughafen, damit wir noch mit. Und einen Bahnhof, wir haben nicht mal einen Bahnhof, wir haben nicht mal einen Zug, der durch die Stadt fährt. Also, deswegen würde ich da noch ein bisschen mit warten. So. Oh, jetzt haben wir gleich den Meilenstein, Leute. Es wird soweit. Herzlichen Glückwunsch an uns alle. Ich freue mich, bekannt zu geben, unsere Stadt einen schönen Preis. Oh, schon wieder. Ja. Was ist das denn eigentlich? 90.000 Monumente hatte ich noch nie. Also Ziel, dahin zu kommen. So. Ich will jetzt die 50.000 haben. Zack, zack, zack. Guck mal, wie die Häuser sich alle immer upgraden, ne? Da, also wenn du die Standards gut erfüllst und die Leute glücklich machst. Perfekt. Wellenkraftwerk, ja. Am Friedhof sollte ich vielleicht noch hinbauen, weil dann haben wir das direkt gelöst in diesem Stadtteil. Oh, das müssen wir auch noch machen. Die Antennen. Erdbebensensor haben wir schon, ne? Aber den sollten wir auch noch hier hinstellen. Aber der braucht Strom. Sonst funktioniert der nicht. So. Genau, und die Antenne da hinten braucht auch Strom. Ja! Da haben wir's. Und der nächste Schritt sind die 75.000, kriegen wir unseren Flughafen. Und da beginnen wir auch mit dem Tourismus. So, und jetzt können wir gucken, dass ich das umsetze, was ich umsetzen wollte. Dazu wollte ich das, jetzt muss ich kurz überlegen, das hier kaufen. Genau. So, wir könnten rein theoretisch ja selber einen Fluss machen. Weißt? Glätten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel... Ah, das ist viel zu... Ach Gott. Kann man den Radius größer... Ah. Zum Beispiel hier hingehe. Ist das doof? Ah, jetzt wird es gerade hell. Oh, das dauert wahrscheinlich ewig, oder? Oh, was das kostet. Dann bauen wir das gerade nach oben. Achso, jetzt haben wir hier so eine Brust gebaut. Warte mal, ich will ja nach unten. Rechte Maus, das ist okay. Rückerstattung, ja. Genau, was ist denn, wenn wir jetzt hier so eine Einkerbung bauen, den Fluss dann bis da hinten hinziehen? Geht das Wasser denn durch? Ich habe ein Erdlager. Ihr Erdlager ist voll. Platzieren Sie Erde an einem anderen Ort auf der Karte, um mehr Erde aufnehmen zu können. Was? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Okay. Aber Schiffe können nicht durch den Kanal fahren. Ah, wobei doch. Schiff kann doch durch den Kanal fahren. Okay, das ist schon mal etwas, was nicht klappt. Was ist denn, wenn wir hier so einen Kanal bauen? Oder warte mal so. So. Oh. Ja, das sieht eher scheiße aus jetzt hier. Warte mal, ich klette das mal eben. Ja, wir können den Kanal jetzt nicht da reinfließen lassen, das ist das Problem. Was mir manchmal beim Spiel fehlt, ist so die Funktion, etwas rückgängig zu machen. Glättet sich das denn hier? Da
dauert ja Jahre. Einebnen, okay. Nee, ich will ja... Nee, hä? Ah. Oder auf jeden Fall, dass das Wasser hier vom Land wieder runterzieht. Und dann können wir die Bäume direkt... Aber es klappt. Okay, also meine Idee, die ich eigentlich vorhatte, ich wollte eigentlich separat einen Fluss hier hinziehen, funktioniert nicht. Verdammt, schade. Aber kann ein Schiff nicht durch den... Können wir nicht einen Hafen an einem Kanal bauen? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich denn jetzt... Okay, warte mal. Was ist denn, wenn ich so mache? Probier es ja gerade erstmal aus. Kann ich mal ausprobieren, ob das geht. So, ich meine, da läuft ja Wasser rein, ne? Seht ihr ja. Pass auf, können wir es hier abreißen? Das brauchen wir ja nicht. Genau wie das. So. Also, ich lasse das mal gerade füllen. Und jetzt will ich mal testen, ob das funktioniert. Wahrscheinlich geht das sowieso nicht, aber man muss ja manche sagen. Können wir jetzt zum Beispiel... Nee, ne, das geht nicht. Ah, schade. Aber wir könnten unseren Hafen hier hinbauen. Siehste? Guck mal. Doch, das kann da durchfahren. Das ist die Frage nur, ob da... Warte mal. Jetzt mal Hafen. Hier wird das gehen. Aber hier wieder nicht. Küste benötigt. So, den Hafen doch hier hinbauen. Aber wir könnten eine Fähre da durchfahren lassen. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie wir die Infrastruktur umsetzen könnten, damit das gut funktioniert. Also der Plan da mit dem da hinten, das wäre eigentlich das Beste, ja. Aber die Route geht da einfach nicht lang. Und ich habe gedacht, dass man die separat hier lang, also... Wir bräuchten noch zwei Stadtteile und boah, das sind so viele. Guck mal, wie viele Meilensteine das sind. Pass mal auf. Guck mal, wir kriegen immer nur 2,2 Kilometer. Wir bräuchten also den hier und den hier. Ich muss mir was überlegen. Ich will meinen Hafen haben, weil wir die Touris in die Stadt kriegen müssen. Wir müssen die Autobahn... Ja, aber dazu unterbrechen überhaupt gar keinen Sinn, weil da müssen wir die Schiene aufreißen. Das hier wäre schon perfekt. Ja, da muss ich leider damit warten. Ist ja doof. Warte mal. Was mich auch mal gerade interessieren würde, ob... Ah, hier ist ja auch eine Route. Guck mal. Ja. Da ist ja auch eine Route. Aber wieso keine Routenverbindung möglich? Wieso? Das verstehe ich halt nicht. Weil das so eng ist vielleicht? Oder hier hinmachen, da die Autobahn unterbrechen. Ah, da fährt der Zug auch lang. Boah, das ist so viel Arbeit. Ah, ich muss mir was überlegen. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge in die Kommentare. Und hier ist alles unter Wasser jetzt. Guckt euch das mal an. Achso, weil wir ja gerade den Kanal abgerissen haben. Das muss ich mal laufen lassen. Warte mal. Das verzieht. Aber das... Oh. Moment.
Wir wirken dem entgegen. Muss halt dann da abfließen, oder? Ja. Alles schön weg, das Wasser. Ein schwieriges Thema. Jetzt hat man noch ganz kurz hier für, wer weiß, wenn der nächste Tsunami vor der Tür steht oder sowas. Haben wir jetzt schon mal was dagegen gemacht. Aber könnte ich denn? Ich habe so viele Fragen. Ich muss das erstmal aus meiner Fähre hier durchfahren lassen, durch den Kanal. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich jetzt gerade mal interessiert. So, Fährendepot. Das könnten wir zum Beispiel hier hinbauen, ja? Dann könnten die Leute mit der Fähre auch zur Arbeit fahren. Pass auf, da probiere ich mal aus, wenn ich hier ein Fährendepot hinhau. So, zack. Dann mache ich so eine Straße und eine Wasseranbindung, ne? Warte mal. Sieht aber blöd. Egal, das ist ja jetzt gerade nur mal einfach zum Testen. So, Strom kommt von hier drüben aus, was nicht funktioniert. Das ist so weit weg wahrscheinlich, oder? Oder wegen der Autobahn? Doch. Wunderbar, okay. Strom kommt und Wasser bzw. Heizung machen wir ebenfalls hier rüber. So. Okay. Jetzt haben wir es. So, was ist denn jetzt? Frachtumstand einfach. Ein Frachthafen mit Güterzuganbindung. Boah, der ist natürlich auch mega wichtig. Den könnten wir eigentlich fast schon daneben pfeffern. Und die, oder hierhin und die Zugverbindung von da drüben übernehmen. Aber dann am Strand einen Frachthafen bauen ist jetzt auch nicht das Schönste. Deswegen wäre es eigentlich hier cleverer. Und die Zugverbindung von da drüben mit der hier koppeln und hier eine Weiche machen, dass der Zug... Ich zeige gerade auf dem Desktop und ihr seht das nicht. So, pass auf, ich mache das mal eben. Und dann kümmern wir uns um den Fährenhafen. So. Und dann machen wir noch die Zugverbindung dran. Okay. So, jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir... jetzt brauchen wir Schienen wahrscheinlich. So, haben wir. Ach, das war gar keine gute Idee, das direkt daneben zu bauen. Okay, warte mal, da muss ich es noch einmal verschieben. Ich verstehe. Okay, die können jetzt auch direkt durchfahren. Das ist eigentlich gar nicht mehr so doof. Okay. Ich mach mal ganz kurz hier. So. Jetzt müssen wir den Zug dahin kriegen noch. Warte mal, wir haben doch hier eine Zugverbindung in... direkt da rein. Warte mal, da könnten wir den doch eigentlich... Der muss doch gar nicht mit der Stadt verbunden sein. Genau, so, guck mal, dann kann der nämlich. Es kommt eine Brücke. Eine Brücke. Dann sollte der eigentlich hier so reinmünden, aber irgendwie... Warte mal, was ist denn, wenn wir... Fälle ist zu steil, willst du mich verarschen? So, das ist wegen der Autobahn. Warte, 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 warte. Wir machen das mal weiter hinten. Okay, haben wir mehr Platz. Das Problem ist, die Pfeiler der Brücke.
Nein, die Autobahn. Ah, das ist doch nicht wahr. Okay, dann müssen wir es doch anders bauen. Schade, das wäre der einfachste und schnellste Weg gewesen. Okay. Ich arbeite dran. So, pass auf. Lass mal den Zug hier lang fahren. Zug fährt in den Tunnel. Genau, und dann muss er einfach praktisch hier rüber und sich mit dieser, das ist die U-Bahn, ne? Genau. Mit der Verbindung anschließen. Oh, warte mal, müssen wir noch eine Stufe runter wahrscheinlich. So, aber jetzt ist er doch verbunden, oder? Der kann ja praktisch dann hier rumfahren. Dings holen. Achso, dann müsste der aber auch von hier. Oh, ist das kompliziert. Also jetzt müsste er praktisch an diesem Gleis auch hier hinfahren können. Aber das ist jetzt eine andere Ebene, ne? Ah, nein! Welche Ebene ist das denn? Warte mal. Wie das denn? So, dann müsste er praktisch einmal so kann er fahren. Okay, dann reiße ich das andere ab. Oh, ist das kompliziert, Leute. So, der fährt nämlich da raus. Okay, jetzt müsste er noch die andere Richtung bauen. Was eine Folge wieder hier. Warte, ich mache ihm das Stromnetz wieder fit. Frage ist halt wie. Ah, einfach so. Jetzt müssen wir es hier unten drunter noch. Hm. Ja. Das ist jetzt auch wieder geil. Wie kriege ich das jetzt ans Strom? Oh. Brücke ist so tief. Toll. Warte. Ich baue mal die Zugstrecke Ende. Ist da ein Hafen kurzzeitig außer Betrieb? Kann ja auch mal passieren. Huch. Warte mal. So. Nein. Oh, manchmal. Jetzt kommt wieder dieser Bug, dass ich nicht mehr weiterbauen kann, ne? Warte mal, was ist denn, wenn ich jetzt hier hinbaue? Das geht wahrscheinlich wieder, ne? Auch nicht. Hä? Oh. Manchmal dieses Spiel treibt den Dennis in den Wahnsinn. Oh, jetzt geht. Ja, alles klar. Solange es jetzt funktioniert. So, dann fährt der Zug einfach hier schön. Ne? Bisschen durch die Landschaft. Kann ich sie da nicht verbinden? Alter, ey. Guck mal. Er macht's einfach nicht. Wie hab ich's denn grad gemacht? Warte mal, was ist denn so? Ja, das geht. Warum? Okay, jetzt muss ich ganz kurz überlegen.
Der Bahnhof, der geht ja hier hinten. Die Strecke geht ja jetzt hier hinten runter, ne? Könnten eine Weiche bauen. Warte mal. Könntest du machen, dass der Zug jetzt von hier anknüpft. Dann kann der nämlich hier reinfahren und kann hier wieder rausfahren. Dann haben wir nämlich einen wunderschönen geschlossenen Kreis. Aber von welcher Richtung kommt der denn? Warte mal, das muss ich mal ganz kurz beobachten. Da, hier ist der Güterbahnhof, ne? Das ist so gut, wenn man einen Zug kommen würde, weil dann könnte man das schön beobachten. So, da kommt einer. Okay, der fährt so den Bogen. Aber der andere fährt auch so den Bogen. Also spielt das gar keine Rolle. Okay. Einer fährt jetzt auch da. Ah, von hier kommt jetzt auch schon einer. Okay, nice. Also. Jetzt müssen wir praktisch das hier hiermit verbinden. Hier eine Weiche machen. Wenn man jetzt herausfinden würde, warum der das nicht macht, das wäre natürlich spitzenmäßig. Aber das können wir auch gleich machen. Machen wir erstmal hier fertig. Es ist gerade dunkel. Okay, wir haben ein paar Probleme mit Arbeitsplätzen und so wieder, aber ist alles ausgeglichen. Und haben jetzt gleich die 53.000 Einwohner. Und da brennt unsere Stadt. So, ich muss kurz warten, bis es hell wird. La 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 la. Wobei, ich kann auch im Dunkeln weiterbauen. Warte mal. Wo ist denn jetzt hier die... Ich weiß, ich kann den Tag- und Nachtzyklus ausstellen, bla bla bla. Ich finde das so dumm, dass ich jetzt hier wieder nicht anknüpfe. Guck mal. Ah, jetzt geht's wieder. Das spielt seine Tage manchmal. Die Strecke könnte man hinterher auch benutzen. Ja, da ist die, warte mal, das ist das Hörbau. Problem ist, da ist ja die Schutzwand wegen dem Hochwasser, die muss weg. Damit der Zug da durchfahren kann. Stufe höher. Eine Stufe höher. Das passt doch. Aber wenn wir es hier hinbauen. Was? Überflutung ist kein Spaß? Warum, was ist denn da los? So, jetzt sehen wir wieder was. Okay. Warum kann ich das jetzt nicht darüber bauen? Die Brücke ist doch breit genug. Steht da irgendwas im Weg? Warte mal. Dass das nicht geht, ne? Das wird so einfach machen. Einfach so eine blöde Weiche. Haben wir die hier vielleicht? Warte mal. So nah dran. Okay. So. Genau, wir haben hier unsere Strecke. Dann müssen wir jetzt eigentlich das Ding hier nehmen. So, die kommen dann aus dem Tunnel raus. Müsste sich jetzt eigentlich nur noch hiermit verbinden. Es wäre so einfach. Aber, er will es nicht machen. Ich korrigiere das. Warte. Ich korrigiere das.
Es ist geschafft, Leute. Die Zugbrücke ist da. Aber diese eine Stelle, die muss ich noch schöner machen. Diese hier. Einen schönen Leichenknick. So. Gott. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass diese blöde Brücke auch genutzt wird. Okay, jetzt müssen wir uns noch ums Stromnetz dieses Hafens hier kümmern. Warum habe ich das getan? Oh nein. Warum? Okay. Das Spiel hat manchmal seine 5 Minuten. Ja, wie kriege ich das Strom jetzt dahin? Das passt halt nicht von der Höhe. Und wenn ich es abreiße, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir ein Problem. Pass auf. Ich zeig's euch. Dass das Spiel das einfach nicht... Warte mal, was ist denn, wenn wir so machen kurz? Zack. Hier drüber. Zack. Und dann wieder eine Stufe runter. Ja, komm. Ja. Da, du lässt das doch gerade. Komm. Ja. So. Das müsste doch jetzt gehen. Alter Schwede. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Ja. Ja. Ich find's auch cool, dass wir jetzt so eine Zugstrecke hier so, dass man die auch mal sieht. Oh Mann. Ich hoffe jetzt nur, dass sie genutzt wird. Wirklich jetzt. Ja, noch schön verpacken. Oh Gott, das können wir hier auch mal machen. Das sieht immer so abgehalftert aus. Aber so ein Tunnel mittendrin. Ja, Leute, aber das war eine neue Folge City Skylines XXL, Alter. Boah, alter Schwede. Da muss man heute viel, viel arbeiten, um das alles hinzukriegen. Tut mir leid, manchmal, ich weiß, manchmal bin ich ein Dussel und ihr habt es alles schon in den Kommentaren geschrieben, was ich machen muss und so weiter. Aber so ist das nun mal. So, ja, und ich würde mich dann freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge dabei seid. Und ich hoffe jetzt, dass auch diese blöde Zugbrücke auch genutzt wird. Und bis zur nächsten Folge von City Skylines.